Niemand darf Kontrolle über die Natur haben. Niemand darf Kontrolle über das Leben haben. Niemand darf das Recht haben, Patente auf Leben zu beanspruchen. Solange meine Frau und ich noch leben, werden wir für das Recht der Bauern kämpfen, ihr Saatgut von Jahr zu Jahr wiederzuverwenden. Niemand darf dem anderen dieses Recht wegnehmen.1996 führte der Chemie-Multi Monsanto seinen gegen das Pflanzengift Roundup resistenten Raps in Kanada ein. In Percy Schmeissers Gegend meldeten sich drei Farmer, die Monsantos neuen genmanipulierten Raps anbauten. Durch einen starken Sturm während der Erntezeit wehte frisch gemähter genmanipulierter Raps auf Percy Schmeissers Felder. Seine 50-jährige Zuchtarbeit war zerstört, weil seine Ernte mit Monsantos Genraps verseucht wurde. Im August 1998 wurde er verklagt, das von Monsanto patentierte Saatgut widerrechtlich angebaut zu haben. Er sollte per Gerichtsbeschluss gezwungen werden, einen Schadenersatz in Höhe von umgerechnet 100.000 Euro zu zahlen. Die Landwirte in dieser Gegend sind furchtlose und unabhängige Menschen, denn hier mussten sie so sein. Sie hatten ihre Heimat vor 100 Jahren verlassen, um ihr Glück in einem neuen Land zu machen. Meine Großeltern und Eltern mussten mit ihren Nachbarn zusammenarbeiten, um unser Land aufzubauen, unser Land durch neue Straßen zu erschließen, Schulen und Krankenhäuser zu bauen. Und sie werden es nicht zulassen, dass ein multinationaler Konzern auftaucht und versucht, ihnen ihre Rechte wegzunehmen. Und wenn die Regierung uns nicht schützt, dann werden die Landwirte die Sache selbst in die Hand nehmen und dem Konzern sagen, es reicht. Wir werden das nicht weiter hinnehmen. Wenn ein patentiertes Gen im Pollen ist und es landet auf deinem Feld, dann gehören dir das Saatgut und die Pflanzen nicht mehr. Du hast also eine gentechnisch veränderte Pflanze und alle anderen sind konventionell oder bio. Aber durch das Patentrecht beanspruchen sie alle deine Pflanzen. Man kann nicht wissen, welche der Pflanzen genverändert ist und welche nicht. Es war beängstigend. Man wusste nie, was passiert. Und die Telefonanrufe. Da war dann jemand in der Leitung und sagte, passen Sie auf, wir werden Sie fertig machen. Es war also ziemlich beängstigend und ich war sehr besorgt, es könnte etwas passieren, wenn ich auf Reisen war. Und sie haben uns beobachtet, vor allem in unserem eigenen Haus und Büro, das wir für unsere Landwirtschaft nutzen. Ich fühlte mich wie eine Gefangene im eigenen Haus. Sie taten alles, um uns finanziell und mental zugrunde zu richten. So ist ihr Vorgehen. Leute mental und finanziell zerbrechen. Sie sind vollkommen rücksichtslos. Sie haben keine Ethik und keine Moral. Meine Frau ist eine starke Person und hat einen sehr tiefen Glauben und hat mir oft gesagt, dass sie glaubt, in der Nacht mehr gebetet, als geschlafen zu haben. Oft bin ich selbst in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, mein Gott, was tue ich nur meiner Frau und meiner Familie an? Das war eine Forderung von etwa 200.000 Dollar, die der oberste Gerichtshof aufgehoben hat. Das ist ein ziemlich großer Erfolg für Percy. Nun, ich konnte meine Farm und mein Haus nur retten, weil ich keine Kosten an Monsanto zahlen muss. Sie müssen wissen, dass man 200.000 Dollar von mir wollte. Das ist also ein großer Sieg für mich. Das Erste, was ich sagte, war, ich habe ein Dach über dem Kopf. Und das war sehr wichtig für mich. Der andere Teil des Problems ist, welche Verantwortung hat eine Biotech-Firma gegenüber den Landwirten für patentiertes Material, das sich selbst überall verbreitet und Schaden anrichtet? Diese Frage ist noch zu klären. Monsantos Patent auf ein Gen ist gültig. Und wann immer dieses Gen, auf welchem Wege auch immer, in einer höheren Lebensform auftaucht, dann gehört ihnen diese Lebensform und sie haben die Kontrolle über diese Lebensform. Mit höherer Lebensform meine ich nicht nur Samen oder Pflanzen. Es sind auch Vögel, Bienen, Tiere und der Mensch.
Zur Problematik, wem gehört das Leben, haben wir nun in Kanada mehr Fragen als Antworten. Percy und Louise Schmeisser haben die Welt wachgerüttelt. Die Jury ehrt das Ehepaar Schmeisser für ihren Mut bei der Verteidigung der Biodiversität und der Rechte der Landwirte und ihr Eintreten gegen die ökologische und moralische Perversität bei der gängigen Auslegung des Patentrechts. Es ist mir eine große Freude, den Right Livelihood Award 2007 an Percy und Louise Schmeisser zu überreichen. Meine Frau und ich haben 5 Kinder, 15 Enkel und einen Urenkel. Wir haben oft darüber nachgedacht, was für eine Zukunft wir unserer jungen Generation hinterlassen wollen. Eine Zukunft mit Böden und Wasser voller Gifte? Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand hier eine solche Zukunft für die kommenden Generationen wünscht. Noch haben wir die Chance, das Richtige zu tun. Ihre Rechte wegzunehmen. Und wenn die Regierung uns nicht schützt, dann werden die Landwirte die Sache selbst in die Hand nehmen und dem Konzern sagen, es reicht, wir werden das nicht weiter hinnehmen. Wenn ein patentiertes Gen im Pollen ist und es landet auf deinem Feld, dann gehören dir das Saatgut und die Pflanzen nicht mehr. Du hast also eine gentechnisch veränderte Pflanze und alle anderen sind konventionell oder bio. Aber durch das Patentrecht beanspruchen sie alle deine Pflanzen. Man kann nicht wissen, welche der Pflanzen genverändert ist und welche nicht. Es war beängstigend. Man wusste nie, was passiert. Und die Telefonanrufe, da war dann jemand in der Leitung und sagte, passen Sie auf, wir werden Sie fertig machen. Es war also ziemlich beängstigend und ich war sehr besorgt, es könnte etwas passieren, wenn ich auf Reisen war. Und sie haben uns beobachtet, vor allem in unserem eigenen Haus und Büro, das wir für unsere Landwirtschaft nutzen. Ich fühlte mich wie eine Gefangene im eigenen Haus. Sie taten alles, um uns finanziell und mental zugrunde zu richten. So ist ihr Vorgehen. Leute mental und finanziell zerbrechen. Sie sind vollkommen rücksichtslos. Sie haben keine Ethik und keine Moral. Meine Frau ist eine starke Person und hat einen sehr tiefen Glauben und hat mir oft gesagt, dass sie glaubt, in der Nacht mehr gebetet, als geschlafen zu haben. Oft bin ich selbst in der Nacht aufgewacht und habe gedacht, mein Gott, was tue ich nur meiner Frau und meiner Familie an? Das war eine Forderung von etwa 200.000 Dollar, die der oberste Gerichtshof aufgehoben hat. Das ist ein ziemlich großer Erfolg für Percy. Nun, ich konnte meine Farm und mein Haus nur retten, weil ich keine Kosten an Monsanto zahlen muss. Sie müssen wissen, dass man 200.000 Dollar von mir wollte. Das ist also ein großer Sieg für mich. Das Erste, was ich sagte, war, ich habe ein Dach über dem Kopf und das war sehr wichtig für mich. Der andere Teil des Problems ist, welche Verantwortung hat eine Biotech-Firma gegenüber den Landwirten für patentiertes Material, das sich selbst überall verbreitet und Schaden anrichtet? Diese Frage ist noch zu klären. Monsantos Patent auf ein Gen ist gültig. Und wann immer dieses Gen, auf welchem Wege auch immer, in einer höheren Lebensform auftaucht, dann gehört ihnen diese Lebensform und sie haben die Kontrolle über diese Lebensform. Mit höherer Lebensform meine ich nicht nur Samen oder Pflanzen, es sind auch Vögel, Bienen, Tiere und der Mensch. Zur Problematik, wem gehört das Leben, haben wir nun in Kanada mehr Fragen als Antworten. Abresistenten Raps in Kanada ein.
In Percy Schmeissers Gegend meldeten sich drei Farmer, die Monsantos neuen genmanipulierten Raps anbauten. Durch einen starken Sturm während der Erntezeit wehte frisch gemähter genmanipulierter Raps auf Percy Schmeissers Felder. Seine 50-jährige Zuchtarbeit war zerstört, weil seine Ernte mit Monsantos Genraps verseucht wurde. Im August 1998 wurde er verklagt, das von Monsanto patentierte Saatgut widerrechtlich angebaut zu haben. Er sollte per Gerichtsbeschluss gezwungen werden, einen Schadenersatz in Höhe von umgerechnet 100.000 Euro zu zahlen. Die Landwirte in dieser Gegend sind furchtlose und unabhängige Menschen, denn hier mussten sie so sein. Sie hatten ihre Heimat vor 100 Jahren verlassen, um ihr Glück in einem neuen Land zu machen. Meine Großeltern und Eltern mussten mit ihren Nachbarn zusammenarbeiten, um unser Land aufzubauen, unser Land durch neue Straßen zu erschließen, Schulen und Krankenhäuser zu bauen. Und sie werden es nicht zulassen, dass ein multinationaler Konzern auftaucht und versucht, ihnen Niemand darf Kontrolle über die Natur haben. Niemand darf Kontrolle über das Leben haben. Niemand darf das Recht haben, Patente auf Leben zu beanspruchen. Solange meine Frau und ich noch leben, werden wir für das Recht der Bauern kämpfen, ihr Saatgut von Jahr zu Jahr wiederzuverwenden. Niemand darf dem anderen dieses Recht wegnehmen. Monsanto führte der Chemie-Multi Monsanto seinen gegen das Pflanzengift Roundup.